Einatmen und ausatmen. 9 Uhr auf der Dachterrasse im 6. Stock eines Hotels. Fitnesstrainerin Katrin Pöhlmann bei ihrem Morgenkurs. Als erstes auf dem Programm Pilates, eine ganzheitliche Methode des Körpertrainings. Genießt den Ausblick. Wann könnt ihr schon mal Pilates machen mit dem Ausblick? Hä? Was für viele nur ein Freizeitvergnügen ist, hat Katrin zum Beruf gemacht. Angefangen hat alles mit einem Fitnessstudio in Auerbach im Vogtland. Vor 7 Jahren war sie dann reif für die Insel. Der Tag kann nicht besser beginnen. Wenn ich dann morgen hier hochkomme zu meinem ersten Kurs, im Moment beginnen wir 8.30 Uhr, dann ist es natürlich schon immer erstmal so, oh, klasse, und ich genieße es auch jeden Tag. Bei strahlendem Sonnenschein und 30 Grad Lufttemperatur warten schon die nächsten Gäste. Also jetzt komme ich gerade von der Dachterrasse vom Pilates und gehe jetzt zu den Kindern in den Badingo Club und dort machen wir jetzt gleich eine halbe Stunde Yoga für den Kids Spa. Während die einen die Ruhe genießen, ist Katrin auf dem Weg zum Kinderturnen, denn auch für die kleinsten Urlauber wird gesorgt. Ein schattiges Plätzchen auf der Wiese bei diesem Arbeitsplatz ist schon so mancher Gast neidisch geworden. Auch für Kinder-Yoga gilt, vor dem Turnen die Muskeln erwärmen. Jetzt haben wir uns schön erwärmt und jetzt wollen wir mal gucken, wie das mit dem Yoga funktioniert. Ja? Nehmen wir mal die Arme nach oben. Stell dir vor, du bist ein großer Bär. Streck dich lang. Ausatmen, wir schieben die Wolken weg. Was scheint dann? Die Sonne. Und wir lachen. Und davon gibt es auf der Mittelmeerinsel bekanntlich mehr als genug. Unten am Berg sind die Bäume. Ich bedanke mich jetzt bei euch, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das Urlaubsparadies hat für Katrin auch als Arbeitsplatz enorme Vorteile. Der Umgang mit den Gästen, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und wenn man in der Sonne arbeiten kann, dann ist man sowieso ein anderer Mensch. Also ich liebe es. So, jetzt werden wir uns schnell beeilen, dass ich ins Fitnessstudio komme, in den Kursraum. Da ist nämlich jetzt Spinning, Indoor Cycling. Als Fitnesstrainerin in einem großen Hotel erfüllt Katrin verschiedene Aufgaben. Das ist relativ vielseitig und man kommt auch mit den Gästen anders ins Gespräch. Und was hier natürlich der riesengroße Unterschied ist, dass man jede Woche mit anderen Leuten arbeitet. Für die Animateurin eine besondere Herausforderung. Das Schwierige, aber auch Schöne ist, sich immer wieder neu drauf einstellen zu müssen. Du weißt also nie vorher, wer an deine Stunde kommt. Eine Viertelumdrehung dazu. Hände bleiben in der 2 und komm nach oben. Auch wenn der Job oft anstrengend ist, den Schritt nach Spanien zu gehen, hat Katrin noch nie bereut. Geht's euch gut? Ja. Yeah, good. Mallorca ist wunderschön. Das ist also eine Trauminsel, kann man wirklich so sagen. Und da arbeiten zu können, klar, wo andere Urlaub machen. Doch der Gang zum Strand bleibt für die Vogtländerin ein seltenes Vergnügen. Das kann sie oft erst nach Feierabend genießen.